auserwählt und ausgegrenzt. Der Hass auf Juden in Europa. Hallo, ich bin Jens der Christ. Diese Dokumentation, welche von Arte in Auftrag gegeben wurde und von WDR produziert wurde, wird von Arte nicht ausgestrahlt. Der WDR prüft zurzeit noch, ob er diese Dokumentation ausstrahlt. Und weil die Bild-Zeitung diese Dokumentation so gut findet und irgendwie an diese Dokumentation rangekommen ist, hat sie für einen Tag diese Dokumentation auf ihre Internetseite zur Verfügung gestellt. Mittlerweile ist die Dokumentation nicht mehr bei der Bild-Zeitung zu finden, allerdings auf YouTube, weil viele diese Dokumentation auf YouTube hochgeladen haben. Viele kritisieren jetzt Arte und den WDR, weil sie die Dokumentation nicht ausstrahlen, obwohl sie von Steuerzahler oder Gebührenzahler produziert wurde. Denn wir haben unsere Rundfunkgebühren da reingesteckt, um diese Dokumentation zu produzieren. Nun fragt man sich, warum möchte Arte eigentlich diese Dokumentation nicht ausstrahlen, denn sie haben es ja in Auftrag gegeben. Allerdings hat der Redakteur der Dokumentation anscheinend etwas an der abgesprochenen Dokumentation geändert. Also er hat Orte oder irgendwelche Beiträge reingenommen, die jetzt nicht mit Arte abgesprochen waren. Und das war anscheinend für Arte so gravierend, dass man gesagt hat, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr ausstrahlen. Der WDR, welcher ja die Dokumentation produziert hat, sagt, wir wollen das noch prüfen, ob da irgendwelche Fehler drin sind und wenn nicht, dann strahlen wir es vielleicht aus. Ich persönlich habe mir die Dokumentation auf der Internetseite der Bild-Zeitung angeguckt. Die war da 24 Stunden drauf. Jetzt ist sie da nicht mehr drauf. Aber wie schon erwähnt, auf YouTube findest du die Dokumentation. Du musst einfach nach Auserwählt und Ausgegrenzt der Hass auf Juden in Europa suchen und dann wirst du bestimmt einen Beitrag auf YouTube finden. Vielleicht mache ich auch hier irgendwo einen Link rein zu einer dieser hochgeladenen Dokumentationen. Für alle die, die sich diese Dokumentation nicht angeschaut haben, kann ich ja mal meinen Eindruck von der Dokumentation erzählen. Ich hatte den Eindruck, dass die Dokumentation darauf aufmerksam macht, dass Juden in Europa keinen guten Ruf haben, weil sie unschuldige Palästinenser durch Bomben töten und dass auch Zivilisten darunter sind. Und deswegen werden die Juden von den Linken, aber auch von den Rechten kritisiert. Und die armen Palästinenser sind ja die Opfer und da wird auch gezeigt, dass wir sehr, sehr viel Geld, also die EU und andere Länder sehr, sehr viel Geld an die Palästinenser spenden, damit es denen besser geht, weil die werden ja in ihrem Land unterdrückt. Dass die Palästinenser vielleicht auch an diesem Zustand mitschuldig sind und vielleicht diesen Zustand auch ganz gerne haben wollen, also zumindest die Regierung der Palästinenser, weil so können sie den schwarzen Peter an Israel geben, das wurde in den Filmen auch gezeigt. Und in den Filmen wurde auch gezeigt, dass Juden, welche nicht mehr in Israel leben, und somit mit den Bombenangriffen auf die Palästinenser nichts zu tun haben. Die sind einfach nur Juden und leben ihre Religion in anderen Ländern aus, in anderen Ländern Europas, zum Beispiel Frankreich oder Deutschland. Aber diese Juden werden aufgrund der Angriffe von Israel in Deutschland ausgegrenzt oder verfolgt. Also es gibt Anschläge auf Synagogen von Juden und teilweise fühlen sich die Juden nicht mehr sicher in den Ländern und das hat eigentlich gar nichts mit den Angriffen auf die Palästinenser zu tun, weil die sind ja gar nicht schuld dran. Die leben in einem anderen Land, sind auch Franzosen oder Deutsche, leben nur ihre jüdische Religion aus. Aber das alleine macht für andere Leute sie zur Zielscheibe, weil ja Israel gegen die Palästinenser vorgeht. Das ist totaler Blödsinn. Und der Film, der zeigt auch, wer ein bisschen schuld dran ist, und zwar sind das die Rechten und die Linken. Welche so eine pro-Palästinenser-Stimmung in Deutschland machen und eine Anti-Israel-
bzw. Anti-Juden-Stimmung machen. Das ist so ungefähr der Inhalt des Filmes. Und meine Meinung ist, man kann Israel durchaus kritisieren, dass sie gegen Terroristen mit Bomben vorgehen, allerdings dass dabei auch Zivilisten getötet werden. Allerdings muss man die Palästinenser und deren Regierung auch kritisieren, dass sie auch mitschuldig dran sind an dieser Situation. Denn die Angriffe auf Israel, die kommen ja aus den Palästinensergebieten. Und die kommen von Gebäuden, wo halt Zivilisten sich aufhalten. Das heißt, die Angriffe aus dem Palästinenserlager zielen darauf ab, dass Gegenschläge von Israel Zivilisten töten. Jetzt muss man sich fragen, wer ist also schuld an dem Tod der Zivilisten? Ist es Israel, die Bomben schmeißen? Oder sind es die Palästinenser oder einige Palästinenser, welche aus Gegenden, wo Zivilisten leben, Anschläge auf Israel führen? In Deutschland wird immer wieder und besonders stark von den Linken vertreten, Israel sind die Bösen. Aber wenn man sich wirklich mal den Konflikt anschaut, dann stellt man fest, gut und böse gibt es da eigentlich nicht so sehr. Oder vielleicht muss man sagen, die Hamas, die ja die Bomben oder den Terror in Israel reinbringt, das sind eigentlich die Bösen, bloß darüber berichtet man nicht so sehr. Sondern man berichtet davon, dass Israel die Bösen sind, die sich ja eigentlich nur wehren. Das ist so ungefähr das, worum die Dokumentation geht. Natürlich geht sie noch um ein paar andere Themen, die ich jetzt nicht aufgeführt habe. Aber so ungefähr ist der Inhalt der Dokumentation. Und ich persönlich finde, dass man ruhig in der Dokumentation ein bisschen mehr darauf eingehen könnte, hätte müssen, warum Israel sich wehrt. Also der Konflikt zwischen Israel und Palästinenser wurde gar nicht so deutlich angesprochen, beziehungsweise es wurde gar nicht mal so deutlich gemacht, warum Israel sich wehrt und dass Israel eigentlich die sind, die angegriffen werden und sich nur verteidigen. Und das kam meiner Meinung nach nicht so deutlich rüber. Ich persönlich finde es sogar gut, dass die Bild-Zeitung diesen Film veröffentlicht hat und dass er jetzt noch immer veröffentlicht ist auf YouTube. Ich hoffe, das bleibt auch noch so ein bisschen, zumindest so lange, bis es auf WDR oder Arte in den Mediatheken zu finden ist. Und eigentlich war es für den Film ganz gut, dass Arte gesagt hat, wir zeigen den nicht, denn so sehen ihn mehr Leute. Denn jetzt gibt es eine Diskussion um den Film und er gerät in den Schlagzeilen und Leute fragen sich, ja, worum geht's denn da eigentlich, und gucken sich den Film an. Wenn der Film auf Arte ausgestrahlt wäre, wäre wahrscheinlich nicht diese große Diskussion entstanden und die wenigsten hätten den Film gesehen. Ich hätte den Film dann auch nicht gesehen und hätte nicht dieses Video hier gemacht. Und also im Prinzip ist es gut, dass wir jetzt mal über dieses Thema diskutieren und darüber nachdenken, wie gehen wir mit Israel um. Das war jetzt meine Meinung zu dem Thema. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib das unten in die Kommentare. Und ich wünsche jetzt dir, Israel und Palästina, Gottes Segen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch mal positives Feedback da. Du darfst meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Und hier findest du vielleicht irgendwo ähnliche Videos.